Gäste, die sich um Völkerverständigung und Freundschaften kümmern. Gerade heute ein ganz wichtiges Thema, der Nur auf vier Vereinstalk. Der Vereinstalk wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Malereibetrieb und Brillux-Fachhändler Michael Hüfner. Sie finden uns in der Ulzburger Straße 567a, Telefon 040 94 36 38 21. Ich habe Gäste aus Hennstedt-Ulzburg bei mir. Und zwar vom Freundeskreis Wierzchowo sind gekommen Christa Schmidt, die Schriftführerin, Waldemar Bianga, der erste Vorsitzende, und Volker Dornquast, Beisitzer im Vorstand, ehemaliger Bürgermeister von Hennstedt-Ulzburg und Ehrenbürger von Wierzchowo in Polen. Schönen guten Abend, schön, dass Sie alle hier sind. Ja. Hallo. Frau Schmidt, wie ist der Freundeskreis mal entstanden? Was hat es damit auf sich? Der Freundeskreis, das kann, glaube ich, Herr Dornquast besser erklären. Oder Herr Dornquast, gebe ich die Frage gleich weiter. Wie, ich glaube, 2002 war es, da sind die ersten Also nach der politischen Wende in Europa kam es ja zur Verständigung auch mit Polen. Und das war so die Ursache, dass dann die ehemaligen Vertriebenen, die am Kriegsende aus dem Gebiet vertrieben worden sind und die ja inzwischen dann bei uns eine neue Heimat gefunden haben, zu uns kamen und sagten, ihr müsst da mal einen Kontakt aufnehmen zu unserer ehemaligen Heimat. Und dann sind wir mehrfach hingefahren und die politisch Verantwortlichen dort in der polnischen Gemeinde sind dann zu uns gekommen. Und wir haben in diesen mehreren Gesprächen dann vereinbart, dass wir zusammenarbeiten wollen, dass wir Freundschaft knüpfen wollen. Und das ist dann hervorragend gelungen. Und wie? So ist dann die Basis für... So ging es mal los. Immerhin jetzt 15, 16 Jahre. Frau Schmidt, wie sieht die Arbeit aus? Wie wird dieser Freundeskreis mit Leben gefüllt? Der Freundeskreis wird mit Leben gefüllt, indem wir dorthin fahren und dort auch die Freundschaften richtig pflegen und auch, dass sie zu uns kommen und dass da auch einiges für getan wird. Es wird auch eben hier um Spenden gebeten, damit man dort auch weiterhelfen kann. Und das ist einfach eine runde Sache wird mit denen, weil es ist einfach toll, mit diesen Menschen zusammen sich zu treffen und auch zu sprechen, weil es kann ganz viele schon Deutsch. Ja. Schwieriger Satz. Ja. Und das wird einfach wirklich toll von unserem Verein sehr gut gepflegt. Der gebürtige Pole in unserer Runde ist Waldemar Bianga. Herr Bianga, erzählen Sie uns ein bisschen über die Stadt Wierzchowo. Wo liegt sie? Wie groß ist sie? Was zeichnet sie aus? Das ist 590 Kilometer von Hennstedt-Ulzburg entfernt, gleich hinter der Grenze. Bei der Ecke. Ja, genau. 2017, das war ein sehr schönes Jahr für uns. Wir haben viele neue Mitglieder gewonnen. Wir haben auch Spendenaktionen Ende November organisiert. Da hat uns die örtliche Wirtschaft, zum Beispiel Möbelhaus Heseberg, Autohaus Ulf Pielke. Oh, jetzt müssen wir einen Piep drauf machen jetzt. Achso, also, darf ich sagen? Herr Dornquast sagt auch schon. Okay, Bürgermeister Herr Bauer unterstützt uns auch sehr, sehr, sehr stark. Und wir haben zwei Busse mit Anhängern im November nach Wierzchowo gebracht. Wir haben 600 Kinder, da haben Kleinigkeit zu Weihnachten von uns bekommen, weil die Hennstedt-Ulzburger so toll mitgearbeitet haben. Ist die Not dort so groß? Nein, das ist nicht das. Das ist Freunde. Sie kriegen doch auch jetzt zu Weihnachten was unter den Tannenbaum, ein Päckchen und freuen sich. Das ist nicht, weil es Not ist, alles, weil es Weihnachten ist und unsere Freunde sind. Wir freuen uns auch doch, wenn ich von meiner Frau Barbara ein Geschenk kriege. Oder das ist was Tolles. Sie sind mit voller Begeisterung dabei. Genau, Herr Bianga, und wir wollen die Schiene ein bisschen verlassen und 2018 mehr auf Kultur und Jugend Austausch setzen. Sie haben uns ein paar Bilder mitgebracht. Da schauen wir vielleicht mal rein und Sie erzählen ein bisschen, was wir da von Ihrem Freundeskreis sehen können. Ja, das startet die Weihnachtspäckchenaktion. Das ist unser Bürgermeister Herr Bauer. Die Sammelstelle war im Rathaus eingerichtet, dank ihm. Und alle Hennstedt-Ulzburger, genau, das ist jetzt, sind wir beim Packen. Die ganz Hennstedt-Ulzburger waren im Aufruf. Wir haben eine Pressemitteilung veröffentlicht und Päckchen waren ohne Ende geliefert. Das heißt, Herr Dornquast, also Städtepartnerschaften, die sind immer noch aktuell bei Ihnen in Hennstedt-Ulzburg. Wir sehen es in Norderstedt, das nimmt alles so ein bisschen, geht den Bach runter. Also die Partnerschaften werden bei uns gelebt. Das liegt sicherlich mit daran, weil wir immer einen Verein haben, der das stützt. Das wird also nicht von der Verwaltung organisiert, sondern
die Vereine, die unterschiedliche Mitgliedszahlen haben, der größte hat, glaube ich, 170 Mitglieder, die wollen natürlich auch, dass diese Aktivitäten am Leben erhalten werden. In Usedom sind 60 Leute am Tag der Deutschen Einheit gewesen und in diesem Jahr werden dann auch nicht genauso viel, weil die Stadt ist kleiner, aber wird auch eine Gruppe aus Usedom dann hier zum Tag der Deutschen Einheit herkommen. Nach Warschau waren wir mit der Gruppe, nach Frankreich fährt eine Gruppe und auch nach Waterlooville, fahren regelmäßig Gruppen hin und her. Das wird also richtig mit Leben erfüllt. Frau Schmidt, brauchen Sie denn noch Helfer, Mitglieder, Freunde in irgendwelchen Bereichen? Auf alle Fälle Mitglieder. Sobald man eben Mitglied ist bei unserem Freundeskreis, hilft man auch automatisch mit. Und klar können wir immer wieder neue Mitglieder gebrauchen und eben Freunde, die sagen, ja, da möchte ich mich gerne aktiv beteiligen. Was muss man dafür tun, um Mitglied zu werden bei Ihnen? Einfach Herrn Bianca ansprechen oder jemanden von uns und dann unterschreibt man einen Mitgliedervertrag und dann ist man Mitglied, bekommt alle Informationen. Wir machen immer einmal im Jahr für uns, wer es daran teilnehmen möchte, ein Grünkohlessen. Die Jahreshauptversammlung findet statt. Alles. Wie häufig? Ein Grillabend auch noch. Wie häufig sind Sie schon in Polen gewesen? Ich war jetzt, meine ich, das fünfte Mal jetzt schon da. Und was haben Sie da für Eindrücke sammeln können? Es ist einfach toll. Das erste Mal war ich mit meinem Mann, der noch Bürgervorsteher in Henschedt-Ulzburg war zu der Zeit. Und da waren wir auch mit Familie Bianca. Und man hat sich so toll um uns gekümmert. Wir haben also sehr viele Holzfabriken gesehen. Das war schon genial. Aber auch, was man uns alles gezeigt hat und wie viel Zeit man sich für uns genommen hat. Das war schon toll. Herr Bianca, 2018, was liegt an in diesem Jahr im Freundeskreis? 2018 kommen Schüler aus Wierzchowo für eine Woche nach Henschedt-Ulzburg. Das ist Schüleraustausch. Im Juni findet Gemeindefest statt. Da wollen wir eine Tanzgruppe aus Wierzchowo einladen. Ein Dankfest wird groß gefeiert in Wierzchowo. Das ist im September, da fahren wir auch hin. All das kann man auch auf Ihrer Homepage nachlesen, hu-friends.de. Wir sind nämlich schon wieder am Ende unserer Facebook. Ja. Wir sind am Ende unserer kleinen Plauderrunde angelangt. Vielen Dank, dass Sie alle drei hier waren. Machen Sie weiter, so tolles Engagement für Wierzchowo. Dankeschön. Bitte schön. Und jetzt geht's auch weiter.